Willkommen zurück, liebe Freunde, in der dritten Episode von Pokémon Xenoverse, hier in der Casa de Vale. Wir haben in der letzten Folge den ersten Arena-Orden bekommen. Wir haben gegen Gandalf in einem Kampf gegen seine Gras-Pokémon siegen können. Und wir haben uns bei Asta in einer Prüfung bewiesen und ein neues Pokémon bekommen. Das zeige ich euch gleich. Asta will jetzt, dass wir auf eine Insel gehen und seinen Forscherkollegen suchen, von dem er lange nichts mehr gehört hat. So, das ist übrigens am besagten Strand, an dem wir vorhin schon waren. Oder in der letzten. Die Insel ist hinter dem Strand, in dem wir die erste Quest gemacht haben in der letzten Folge. Wer es nicht gesehen hat, kann ja gerne nochmal reinschauen. So, genau, im Team unverändert unser Starter-Pokémon, Feuer. Und unser Kampf-Pokémon. Wir haben in der letzten Folge dieses Xenoverse Elekid bekommen vom Typ Feuer. Bisschen ungünstig, weil der Starter ja auch Feuer ist, aber ist nicht so schlimm. Und wir haben endlich den Sandkasten bekommen. So. Und damit geht's weiter. Wir gehen jetzt Richtung Strand. So, jetzt sind wir am Strand. Hasta la vista meinte, wir sollen doch bitte mit den Seglern reden. Ah, es tut uns so leid, Kind. Wir wollten an Bord gehen, aber es ist immerhin noch in Wartung. Er liebt Segeln, aber niemand hat ihn seit Jahren begleitet. Was hast du gesagt? Du hast was auf Proxim Island zu erleben? Für Hasta la vista? Oh, wenn du sagst Hasta la vista, dann fahre ich dich natürlich, weil er hieß Dorfpromi. Nein, er sagt, du bist zum richtigen Mann gekommen. Ich würde mich sehr freuen, etwas Begleitung zu haben nach all der Zeit. Ey, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, jetzt bei dem hier aufs Boot zu steigen, der offensichtlich ewig niemanden mehr hatte, der mit ihm mitgefahren ist. Ich weiß nicht, was los ist. Ob er irgendwie, ob er ein Weirdo ist, ob sein Boot kaputt geht. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht auch nicht so aus, als wenn ich eine große Wahl hätte. Er sagt, Pelipper, wir setzen Segel. Das ist bestimmt dieser Typ, dieser Captain Brick von Höhen. Mittlerweile hat sich sein Wingull entwickelt zu Pelipper und jetzt ist er hier irgendwie. Ach nee, er heißt Briny, aber ist auch egal. Wir haben Land erreicht. Sag mir einfach, wenn du wieder die Segel setzen musst. Tschaußen, mein Freund. So, hier ist auf jeden Fall einiges los auf der Insel. Ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst anquatschen soll. Sterben. Moinsen. Wir arbeiten uns mal der Reihe nach durch. Du bist derjenige, der meine ganzen Fischbisse gestohlen hat, bist du? Nein, ich mag nämlich Angeln nicht. Jo, Angler Malcolm. Krebskorn. Vielleicht hätte ich mal drüber nachdenken sollen, wenn ich schon am Strand kämpfe, nicht mein Feuer-Pokémon an die Spitze zu setzen. Oh, ach, Krebskorn ist Unlicht, ne? Ach nee, ich bin ja sehr effektiv gegen Wasser. So, was mache ich jetzt? Setze ich auf Pace? Sandkasten hat, ich glaube, Sandgrab erlernt. Ich habe falsch gelesen, ja. Laber mich doch nicht dicht. Noch. Schon wieder ein Angler. Nicht mal ein Bissen. Vielleicht solltet ihr irgendwo angeln, wo mehr los ist, Boys. Just saying. Ach, Carpador. Guck mal. Das kriegen wir auch so geregelt. Super effektiv. Carpador again. Und Carpador, du bist auf jeden Fall sehr kreativ in deiner
Partieauswahl. Weißt du, was ich meine? Super effektiv. Ich hab für sure James besiegt. Ja, wenn er nur Carpador hat, auch nicht so schwer. Irgendwas ist am Haken. Was ist hier? Liebespaar? Kannst du nicht sehen, dass wir beschäftigt sind? Während ich einen Jungen küsse, ich denke an Daddy Wallace. Du bist ein ganz schön merkwürdiges Mädchen, aber wir gehen gar nicht weiter drauf ein. Wer wagt es zu stören, den einzig wahren Ram? Ach, du bist der Typ, den ich hier suchen musste auf dieser Insel. Excusez-moi. Entschuldigung. Hasta la vista, möchte meine neue Arbeit. Es... nimm das zum Rind weg. Okay. Aha, Xenoball-Prototyp. Das war keine einfache Aufgabe. Ich habe nicht zu viele Urlaubstage genommen, ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Und er kann gar nicht verstehen, was der andere gesagt hat. Okay. Ja, Meister, kannst du mich gleich wieder zurückfahren? Sollen wir den Anker legen Richtung Hardwarf? Wir müssen leider. Wir setzen in See, Pelipper. Ey, original hast du das aus dem von dem Höhlenmenschen geklaut, alter Mann. Das ist nicht mal deinen eigenen Segelslogan. Was ist los mit dir? So. Wir bringen das mal zurück zu Hasta la Vista. In sein Labor. Ey, ja, ganz schönes große Labor, der Mann, ne? Ja. Rezo. Walle, ich habe so lange auf dich gewartet. Hat mein Forscher dir was gegeben? Lass es mich sehen. Ich übergebe ihm den Prototypen. Aber das ist ein einfacher Xenoball. Das habe ich mir auch gedacht, aber naja. Das oder diese Version hat keinerlei Fortschritt gemacht. Er hat einfach unser Geld verschwendet in seinen Urlaub. Ich werde ihm das sagen. Walle, sag mir, wer hat dich zu Proxim Island gebracht? Der Typ, der schon in Hohen unterwegs war. Was hast du gesagt? Mr. Briny hat dich dahin gebracht. Nicht du auch noch, Walle. Der alte Mann hat uns viele Jahre vorher verlassen. Ich werde einen anderen Weg finden, dahin zu kommen und dem Schnorrer das zu geben, was er verdient. Okay? Egal. Ich habe dir was versprochen. Eine Belohnung. Hier ist dein Pokewiss. Oha, was kann denn das Handschuhchen, mein Freund? Diese Erfindung ist bald zu kaufen sein, wird bald zu kaufen sein, du bist einer der glücklichen Tester. Ja, ach so, na du bist ja ein gewieftes Bürschchen. Jetzt muss ich hier deine Ware-Promo laufen oder was. Und wenn das Ding mich krank macht, jetzt bin ich hier auch noch eine Feldstudie. Ja, geil. Was sagt er denn? Diese handschuhähnliche Sache bietet alle Vorteile für Trainer, Stadtkarte, Pokédex, Achievements und der HM-Service. Ah, das ist natürlich cool. PokéWest kreiert Hologramme, die Holo-Pokémon, die Zertrümmerer und Zerschneider und sowas einsetzen können. Ah ja, das ist natürlich cool. West steht für Wide Exploration System, also großes Erkundungssystem. Ah ja, oh, du bist ja kreativ. dieser spezielle Prozess erfordert bestimmte Steine, die Holo-Minerale, die er noch nicht... Ach ja, die besitze ich übrigens noch nicht. Kleiner, was ist er denn für einer? Ich gebe dir einen Handschuh, der noch nichts kann. Du musst erst den Handschuh für mich zu Ende entwickeln. Danke, Boy. Er sagt mir, ich werde die Steine, die er noch braucht, natürlich auf meiner Reise finden. Ja. Okay. Er hat auch meinen Pokédex aktualisiert, hat die Xenoverse-Kategorie da reingehauen. Ich kann jetzt Ex-Pokémon reingeben und die Forschung vorantreiben. Und er gibt mir extra Xenobälle. Das ist aber nett von dir. Dafür, dass ich deine Arbeit mache, dein Ding zu Ende entwickle und deinen Pokédex ausfülle. das ist alles, was du wissen solltest. Alles, was ich jetzt tun kann, ist dir das beste Glück zu wünschen. Ja, du bist ja ein richtiger Gönner, ne?
Endlich können wir mal die Karte gucken. Zurück nach Hause gehen, maybe? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich guck einfach mal nach Hause, weil die meine Mama ursprünglich mal meint, ich soll Hasta la Vista finden. So, Mama. Ich hoffe, du hast einen guten Tipp für mich. Mutter. Hey, warte, du siehst ein bisschen müde aus, du solltest dich ausruhen. Oh, du hast keinen Tipp für mich. Und wir sind mittlerweile wieder zurück in der Stadt. Hab mich zwar ein bisschen drüber aufgeregt, dass wir jetzt extra gelaufen sind, aber wir haben Sparkle gefangen. Ein kleines neues Fakemon, ich hab's Hedwig genannt. Und ja, hat auch noch Statik und ist eine coole Sache. Ändert aber nichts daran, dass ich immer noch nicht weiß, wo wir hin müssen. So, wir heilen uns kurz und wir gehen nochmal zum Strand. Vielleicht haben wir die Segler mittlerweile ihr blödes Boot fertig repariert und nehmen uns mit. So, jetzt sind wir dann noch wieder am Strand. Ich finde, Hasta la Vista hätte uns auch ruhig mal sagen können, wie es weitergeht. Ah, guck mal, die stehen schon anders da. Aber ihr müsst doch wissen, Hasta la Vista, ich glaube, das ist ein viel beschäftigter Mann, weißt du? Ich glaube, er muss sich den ganzen Tag die Haare föhnen, ein bisschen mit seinem Handschuh rumspielen, der noch nicht fertig ist. Dann hat er auch noch Psycune. Ich glaube, der Mann ist busy all day, also sei ihm mal verziehen. Wir gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. Die SS Komet ist bereit, die Anker zu segeln. Möchtest du aufsteigen, springen? Of course! Alright. Alrighty. Die SS Komet. So. Wir gucken uns wie immer erstmal um. Tür ist zu. Tür ist nicht zu. Zimmer ist leer. Guck mal, das Bett ist rot, alle anderen nicht. Achso, weil es wahrscheinlich mein Bett ist. Good to know. Oh, was ist das? Ich... Nur Marlon hat, wonach du suchst. So, was hat Marlon denn? Wundersam, Pokebälle... Marlon, also wer solche Reden schwingt, ne? Der muss auch schon ein bisschen was im Angebot haben. Möchtest du die Truhe aufmachen? Oh! Was passiert jetzt? Oh je! Ich glaube, ich habe Marlon aus Versehen beklaut. Und jetzt gucken wir mal. Das ist witzig. Um Gottes Willen. Vielleicht klappt das ja. Okay, nee. Ach, Marlon. Wenn ich gewusst hätte, dass unser kleines Tete-a-Tete hier so endet, hätte ich dich nicht versucht zu beklauen. Ich wusste auch nicht, dass er gleich so eingeschnappt ist, weißt du? Ich finde, das ist doch direkt aufmüpfiges Verhalten gegenüber Kunden, Marlon. Okay. Wenn du jetzt einen Trank einsetzt, bin ich mad. Besser ist es. Das war Kecleon. Oh, Loco will Bodycheck lernen. Ist eigentlich nicht so meine Attacke, wegen Rückstoß, aber wir machen es mal mit. Oh, guck mal. Hedwig eskaliert. Hedwig, der lernt Schnabel. Okay, ich weiß, dass das offensichtlich dieses Fakemon-Mauzi ist, was da bei ihm auf der Schulter sitzt,
Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, welcher Typ das ist. Ich glaube, das ist Psycho. Und jetzt hätte ich fast den armen Adesanya dahingesetzt. Wir gehen einfach mal auf Kampf. Oh Gott, Level 15. Hilfe, das ist richtig stark. So, es liegen schon mal überall Münzen. Weißt du, er ist ja auch ein Held, ey. Bezichtigt mich hier oder beschuldigt mich hier des Diebstahls. Und jetzt macht er hier einen auf Rich Kid und wirft die Münzen rum. Ja. So. Das war unproblematischer, als ich gedacht hätte. Adesanya möchte Trugschlag erlernen. Das kriegen wir doch hin. Guck mal, die Attacke braucht sowieso kein Mensch. So, Marlon. Ich lag falsch, dich zu beschuldigen. Es tut mir leid. Ach, auf einmal tut's dir leid, ne, mein Freund. Du hast ja nur mal geguckt. Das sehe ich nämlich auch so. Bitte versuch das nicht nochmal. Nimm das. Oh, ein Sonderbonbon. Ich habe auch noch ein Sonderbonbon von der ersten Folge, ne? Ich glaube, ich nutze jetzt einfach mal die Sonderbonbons. Ach ja. Steht ja hier. So, Lokum. Du hast dein letztes Sonderbonbon benutzt. Yes. So, hier sind irgendwelche Camper. Ah, ein guter Kampf wird mir helfen, die Zeit zu vertreiben. Na, mir auch, mein Freund. Backpacker Mitchell. Eskalar. Sandkasten. Alles kein Problem. Noch. So. Den haben wir erstmal in die Schranken gewiesen. Das Schöne ist, dass da gleich noch einer steht, mit dem wir das auch machen können. Ich bin seekrank. Wo steht der Bus? Welcher Bus denn? Na, mit den Leuten, die es interessiert. Backpacker Andy. Ach, jetzt hat er natürlich auch die Elektroeule. Na klar. Wir nehmen mal nicht die Soundattacke, weil die ist schwach gegenüber Elektro. Und tschüss. Jetzt tut auch noch sein Bauch weh. Du solltest vielleicht andere Transportmittel als das Boot benutzen. Oh, kleiner Tipp. Ist hier was im Mülleimer? Natürlich nicht. Oh, wer ist das? Und du bist? Er fragt sich das auch. Oh, wenn das nicht der berühmte Walle ist. Ich wusste nicht, dass du so jung bist. Moment, woher kennst du mich? Habe ich jetzt schon Stalker? Achso, Asta, der Dorfbraumi, hat sehr hoch von dir gesprochen, aber ich frage mich, wie viel Wahrheit in diesen Worten ist. Du gehst in den Kontrollraum, oder? In diesem Fall könntest du das dem Captain geben? Ein Geheimtrank. Sieht aber nicht aus wie ein Geheimtrank, egal. Du weißt, der alte Mann wird seekrank. Auch wenn er das ganz, ich will schon wieder ein deutsches Wort, wenn er das krampfhaft versucht zu vermeiden, sag ihm, das ist von Tarak so, okay?
Das klingt nicht gut, Junge. Der sieht auch nicht gerade vertrauenswürdig aus. Es war mir ein wahres Vergnügen, Walle. Ich hoffe, ich treffe dich früher oder später. Ich denke, wir werden uns früher oder später wiedersehen. Taraxo. So, Captain. Oh, schon wieder falscher Knopf. So, Captain. Der mault mich jetzt bestimmt an mit seiner Seekrankheit. Können wir das nehmen? Nee, können wir nicht. So, ey, Captain. Sprich mit mir. Sein Bauch tut weh. Er ist sich sicher, dass es das Octo-Risotto ist. Bin mir auch. Also so. Oh, Fischbar, du hast mich sehr erschrocken. Du bist Walle, oder? Wie läuft die... Ah, Captain. Oh, was ist jetzt los? Das fragt er sich auch. Oh, eine Truppe Tohairo hat unser Schiff erstürmt. Der Motor wurde stark beschädigt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch ihren Angriffen... Okay. Interessant. Was ist das für ein Ort? Ach, guck mal, der Verkäufer hat es überlebt. Ja, du, er ist ganz entspannt, ne? Wir hier gestrandet, wir hier nichts zu essen, nichts zu trinken, niemand mehr am Leben und er verkauft noch weiter seinen Kram. Achso, das geht aber nicht mehr. Was geht hier ab? Nebulak. Ich glaube, es gibt von Gengar hier so eine verrückte Form. Und dementsprechend, doch weil ich Gengar richtig cool finde, versuche ich jetzt Nebulak zu fangen. Das Geräusch. Nice. So. Komm in meine Pokéball, Nebulak. Geht doch. So, damit haben wir jetzt auch Nebulak im Team. Und ansonsten gucken wir mal, was hier so abgeht. Bisschen creepy ist das schon. Was ist hier an der Schatzkiste los? Pokéball. Okay. Also ich muss irgendwo offensichtlich ein Gras-Pokémon finden, ein spezielles, um da hoch zu klettern. Okay, was bist du für ein crazy Kind? Gucken wir uns gleich an. Wir wollen erstmal noch die Kiste. Ganz schön viel Schutz hier im Wald. Möchtest du mit mir spielen? Ich weiß nicht. Das creepy Kind ist jetzt weg. Das ist richtig merkwürdig. Und ich habe echt auch ein bisschen Angst, dass ich mich hier in diesem komischen Wald verlaufe, ne? Oh. Ich hasse sowas, ne? So, wir gucken jetzt, was es mit diesem Lapras auf sich hat. Das Lapras hat überall Wunden, Bisswunden über seinen Körper. Möchtest du es heilen? Ja, möchte ich. Lapras ist wieder gesund. Ah. Okay. Boah, irgendwie ist das ganz schön creepy, aber auch cool. Ja, guck mal, das ist bestimmt das, was von dem Boot übergeblieben ist. Ey, der Soundtrack, ne? Ich meine, es ist nur ein Pokémon-Spiel, ne? Aber ich bin echt nicht so der Horror-Typ.
Komm mal, wir nehmen hier den mega teuren Mega-Bonus. Ne, reicht. Einmal reicht. Und noch ein Schutz. Ich traue der ganzen Situation nicht so richtig über den Weg. Ich vermute, dass dieser komische Typ, der mir den Trank gegeben hat, dahinter steckt. So. Oha! Oh, Bonronzo. Das sind die Shapiro, die die SS Komet angegriffen haben. Das in der Mitte sieht so aus, als wäre sein Anführer, sein Ex-Pokémon. Es ist sehr genervt und kommt bedrohlich nah. Ja, geil! Okay. Oh, es sieht so cool aus. Mal gucken, wie weit ich mit meiner Soundattacke komme. Oh, vielleicht kann ich das fangen. Irgendwie sieht's ja schon cool aus. Phantomkraft. Ah ja. Super Loco. Okay. Shapiro ist nicht da, um Freunde zu finden, offensichtlich. Alter. Wollen wir einfach mal random diesen Ball drauf werfen? Oh je. Yeah. Okay. Hedwig, deine Zeit ist gekommen. Du kannst jetzt. Ah, guck mal. Guck mal, wir donnerwellen dich noch ein bisschen. Wehe. Oh, Shapiro ist krank stark. Kann ich jetzt vielleicht hier so einen Ball drauf werfen? Das war ziemlich dämlich, aber naja. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Okay. Eigentlich wollte ich ihn Nemo nennen, aber ich kann offensichtlich nicht mehr in die Tasten drücken. Die anderen Shapiro sind unter Wasser verschwunden. Okay. Ah, siehst du? Ich wusste nämlich, dass der Taraxo irgendwie, ich traue dem nicht. Warte, bist du okay? Was machst du an so einem zwielichtigen Platz? Ich erzähle Taraxo, was passiert ist. Aha, das erklärt das Lapras am Eingang. Ehrlicherweise habe ich ein X-Pokémon erwartet, also bin ich hergekommen, um zu gucken, was los ist, aber du hast es schon gelöst. Segler sagen, dass diese Pokémon für gewöhnlich Schiffe überfallen und sie zu ihren Dance machen. Was hast du gesagt? Ob ich nicht unter Wasser sein sollte? Ich war auch auf dem Schiff. Wenn Simsala nicht die ganze Crew teleportiert hätte, wir wären alle gefressene Fische. Okay. Wenn Simsala so nett wäre und mich auch mit teleportieren würde. Danke, Simsala. Ah, okay. Jetzt sind wir sicher. Ja, aber wo sind wir? Wo sind wir, Taraxo?
Du musst sehr müde sein nach dem Kampf gegen Shapiro. Lass mich deine Pokémon heilen. Das ist sehr nett von dir. Willkommen in Polaris Town. Ich sammle hier alle Arten von Studien, aber hier habe ich eine andere. Keine Ahnung, was für Technologie. Kennst du das Storage-System und Porygon-Center? Das ist meine Erfindung. Du bist ein raffgieriger Typ, Taraxo. Kannst du mir nichts anbieten, dass ich das for free nutzen kann? Alkazam, Simsalas Teleport hat dich traurig gemacht, oder? Oder erschöpft gemacht. Du kannst dich gerne umschauen, sagt er. Vielleicht lässt sich das besser fühlen. Ich muss das erledigen. Kann nicht länger bleiben. Okay. So. Pokémon-Transfer? Was ist das? Es ist ein Pokémon-Transfer, das habe ich erfunden. Dein Pokédex wird es mir danken. Virtual Update. Was macht er mit mir? Wer bist du? Bist du Bill Gates von Xenoverse oder was? Versuche eines dieses Updates auf ein Pokémon, was ein... Ah, okay. Also damit könnte ich wahrscheinlich zum Beispiel einen Gengar entwickeln oder so. Jetzt muss er gehen. Hab Fun. Ja, was soll ich euch sagen? Das ist Ende der dritten Episode. Wir haben hier einiges erlebt in diesem komischen Gruselwald und mit dem Tohaido. Wenigstens konnten wir es fangen. Danke wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, dann klickt gerne auf die Glocke. Ich bedanke mich wie immer für jeden Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Welcome back in der Casa del Valle. Macht's gut. Ciao.